Alles okay? Ich hätte nicht sagen sollen, es ist nur... Meine Schwester wird auch vermisst. Und sie ist unsere letzte Navigatorin, unsere einzige Möglichkeit zur Heimkehr. Ich muss sie finden, auch wenn ich ein verbotenes Relikt benutzen muss. Und Reng und die anderen tun, als wäre ich das Problem. Dabei bin ich in Wahrheit die Einzige, die eine Lösung sucht. Ja, ich verstehe. Besser als du glaubst, aber jetzt müssen wir uns erstmal beruhigen. Ich bin und ruhig. Merke ich. Du hast natürlich recht. Es hilft nicht, wenn ich mich aufrege. Okay. Wir müssen beide zu dem Ort, den du Sternenhöhe nennst. Aber anscheinend schießt dieser Turm alles in der Nähe vom Himmel. Auch aus dem Wasser. Er feuert auf jedes Schiff in Reichweite. Ach, toll. Tja, ich glaube, du hast schon einen Plan, wie wir damit umgehen wollen. Vielleicht. Gemeinsam könnten wir einen Weg finden. Okay. Aber erzähl doch mal erstmal was über dich, bitte. Du kannst gut kämpfen, das steht fest. Aber sonst weiß ich nicht viel über dich. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin nichts Besonderes. Aber meine Schwester ist bei meinem Volk ziemlich bekannt. Auf mich wirkst du nicht so gewöhnlich. Bis wir auf Grund liefen, war ich nur eine Unteroffizierin. Aber viele Kadetten und Leutnants gingen beim Sturm und dem Schiffbruch verloren. Und jetzt werden noch mehr von ihnen vermisst. Also habe ich versucht, dem Admiral zu helfen. Es war mutig, den Fokus aufzusetzen. Mir scheint, er braucht mehr Leute wie dich. Sag das Reng und seinen Lakaien. Also ist deine Schwester Navigatorin? Eher die Navigatorin. Die einzige Quinn, die nach den Sternen steuern kann, ohne Instrumente. Sie liest den Himmel wie eine Schriftrolle. Sie kennt die Position jedes Sternbilds, egal wie sehr sie sich dort oben drehen. Deshalb gehört sie seit ihrer ersten Prüfung zu den Lieblingen des Kaiserreichs. Definitiv eines der wertvollsten Güter der Flotte. Und jetzt ist sie weg. Sie sind einfach verschwunden? Nach dem Anlanden, das hart war, schickte der Admiral Speer aus, mit den wenigen Booten, die wir noch hatten. Nicht eines kam zurück. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, aber ich weiß, dass es etwas mit diesem Turm zu tun hat. Und mit Sternhöhe. Da sind wir uns einig. Kannst du mir noch was über den Turm sagen? Er tauchte eines Tages vor ein paar Wochen auf, nachdem unsere Spielboote verschwanden. Und er schießt auf alles am Himmel oder im Meer. Maschinen, Boote, dich. Ja, hab's nicht vergessen. Ich wollte mich ihm nähern, aber er steht auf einer hohen Ruine, von Maschinen umgeben. Der Vorteil, die Reichweite ist begrenzt. Ich hab's mit meiner Jolle getestet und mit Bojen den Radius markiert. Ich weiß nicht, ob das schlau oder irre ist. Beides? Beides, ja. Vielleicht. Ich gebe zu, dass es ein paar Mal echt knapp war. Was genau zeigt dir der Fokus des Wahrsagers? Als die gesandten Spähboote nicht zurückkehrten, schickte der Admiral das allerletzte Boot, um sie zu finden. Wahrsager Vai war an Bord. Sie kamen bis Sternhöhe und gingen ins Landesinnere und fanden ein Lager und Ausrüstung. Anscheinend gingen einige unserer Leute dort in eine Ruine. Dann entdeckten sie eine Maschine, wie wir sie noch nie sahen. Silber und Gold bewegt sich wie eine Spinne. Erschrocken liefen sie zum Boot zurück. Sie hatten Glück zu entkommen. Ich hatte schon mit den Dingern zu tun. Tja, ihr Glück verließ sie schnell. Am Morgen, an dem sie zurücksegeln wollten, erschien der Turm und schoss sie aus dem Wasser. Weiß Leiche wurde hier einige Zeit später angespült. Eine Freundin von mir fand sie und sagte es mir. Dieselbe Freundin, die mich bei Reng wegen des Fokus verpfiffen hat. Aber was sollte ich denn tun?
Ich hätte dasselbe getan. Glaub mir. Dann würde ich sagen, oder mal fragen, was ist dein Plan? Ich muss noch mal ganz kurz das mit dem Wahrsagerfokus hören. Ich war kurz abgelenkt, weil Nina neben mir stand. Ich muss es noch mal ganz kurz hören. Was genau zeigt dir der Fokus des Wahrsagers? Als die gesandten Spähboote nicht zurückkehrten, schickte der Admiral das allerletzte Boot, um sie zu finden. Wahrsager Vai war an Bord. Sie kamen bis Sternhöhe und gingen ins Landesinnere und fanden ein Lager und Ausrüstung. Anscheinend gingen einige unserer Leute dort in eine Ruine. Dann entdeckten sie eine Maschine, wie wir sie noch nie sahen. Okay. Silber und Gold bewegt sich wie erschrocken. Ja, ja, ja. Sie hatten Glück zu ertun. Ja, ihr Glück verließ sie schnell. Am Morgen, an dem sie zurücksegeln wollten, erschien der Turm und schoss sie aus dem Wasser. Weiß Leiche wurde hier einige Zeit später angespült. Eine Freundin von mir fand sie und sagte es mir. Dieselbe Freundin, die mich bei Reng wegen des Fokus verpfiffen hat. Aber was sollte ich denn tun? Ich hätte dasselbe getan. Glaub mir. Allerdings. Gut, was ist dein Plan? Glaubst du, wir können was gegen den Turm unternehmen? Wenn wir Sternhöhe erreichen wollen, müssen wir es versuchen. Ich konnte mich dem Turm zu Fuß nähern, aber ich kam nicht nah genug heran, um auf ihn zu schießen oder so. Aber mit der richtigen Hilfe? Zeig mir den Weg und wir probieren es. Vermutlich willst du zuerst aufstocken. Du kannst meine Jolle benutzen, um nach Ressourcen zu suchen. Bleib einfach südlich der Siedlung. Der Turm kann die Seite nicht treffen. Ich habe mit Bojen seinen Radius markiert. Was hast du jetzt vor? Ich muss den Kopf freikriegen. Es gibt eine Brücke, die zu den Ruinen führt, auf denen der Turm steht. Ich warte auf der anderen Seite auf dich. Moment, noch eine Sache. Die Quen hier und all das. Ihr wart Teil einer Expedition, nicht? Mit Ziel San Francisco. Deshalb weißt du also von uns. Du hast die anderen gesehen, nicht wahr? Und sie sind am Leben? Die meisten von ihnen, ja. Ich kann dich mit ihnen in Kontakt bringen. Aber wir sollten zuerst die Vermissten finden, oder? Sie leben. Das ist großartig. Aber ja, du hast recht. Es hat Zeit. Wenn wir es jetzt allen sagen, lenkt das nur ab. Um der Vermissten willen müssen wir uns auf sie konzentrieren. Also gut. Wir sehen uns am anderen Ende der Brücke. Finde ich eine gute Idee. Willkommen in... Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich Seika treffe. Oder ich erkunde die Gegend mit ihrer Jolle. Also erstmal gucken wir uns ein bisschen um. Flottenende ist ja eine riesige Stadt, Dorf, Ort. Ein riesiger Ort im Grunde, wo es einiges zu erkunden gibt. Also gucken wir uns mal ein bisschen um. Es gibt auch schon eine Nebenquest. Die nehmen wir natürlich an. Was haben wir hier? Ah, Gesichtsmalerei. Aber eigentlich... Eigentlich will ich nichts. Pride-Zeichen. Kriegsbemahnung, cool. Aber nee. Ja, ein andermal. Das kriegen wir schon hin. Was haben wir hier? Ich finde die Outfits irgendwie cool, muss ich sagen. San Francisco hat sich aber ziemlich gehen lassen. Unwesentlich. Schon auf den Beinen? Mahlzeit. Oh, was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh nein, sag mal. Das sind Male, ne? Das ist kein. Das sind keine Brandmale, oder? Das sind Geburtsmale, ne? Schwarzzeit Scharfschussbogen? Dieser schnell feuernde Langstreckenbogen wird von Quen Elite-Marinesoldaten bevorzugt. Seine mächtigen Schüsse können Ziele durchdringen, kann verbessert werden, um mehr Überspannschaden auszurichten. Oh, was? Herrscher des Kaisers? Aber eigentlich gar nicht mal so geil. Okay.
Grabessängers Klage. Moment, Jägerbogen, Scharfschussbogen. Ah, eigentlich auch nicht so geil, weil ich finde die Bögen, die Aufsätze eigentlich so sinnlos. Seilwerfer? Nee. Oh, das sieht gut aus. Sehr viele und vor allem sehr teure Waffen. Brimglanz. Oh, es gibt neues Material. Oha. Ganz wie du willst. Ja, ich will. Ja, ich will. Wir müssen mal erstmal Munition herstellen, ne? Fällt mir mal erstmal so ein. Waffen-Upgrades. Wir können den upgraden. Ich will gerade keine Waffe upgraden, weil ich die Befürchtung habe, dass wir gleich neue Waffen bekommen, die wir sowieso benutzen. Aber erstmal Waffen auffüllen. Munition auffüllen ist eine gute Idee. Denke ich mal. Kann nicht schaden. Sieht voll aus. Ja. Nee. Nochmal auffüllen alles. Sehr gut. Die Quest würde ich gerne annehmen. Da unten. Ach, das ist so ein neumodisches Gerät. Das nennt man WLAN-Putzgerät. Und er guckt ihm zu, wie er mit seinem WLAN-Gerät sauber macht. Alles konfiszieren, das verdächtig aussieht. Jetzt putzt er hier mit seinem WLAN-Gerät. Und er macht sogar Staub. Er wirbelt sogar Staub auf, also es funktioniert anscheinend. Gut, ich frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht. Wo war denn die Quest jetzt? Ah, da unten. Ob sie auch die modischen WLAN-Kabel haben? Ich gehe mal von aus. Das Schwert sieht cool aus. So, wer bist du denn? Theoa. Die Aufsicht hält euch offenbar auf Trab. Du hast keine Ahnung. Oder vielleicht ja doch. Triff mich an der Begräbnisstätte auf dem Westhügel. Okay. Alle Habseligkeiten werden gründlich durch der Keil im Innern. Unterstützung woher? Okay. Keine Ahnung. Aber so können wir nicht weitermachen. Ich guck mich mal eben mal mit dem Scan-Gerät um. Na, dann kannst du nicht viel tun, außer jammern. Mit jammern geht's mir besser. Mit jammern geht's mir besser. Story of my life. Ah, hier kann man speichern. Das ist schon mal gut. Sag mal, wärmen die sich echt am Feuer? Ist ja nicht so, als ob es hier heiß wäre, ne? Heieiei. Na gut. Ich wollte gucken, was das hier im Wasser ist. Ach, Tang. Der trocknet hier Tang. Ja gut, ich gehe mal durch deinen Tang durch, ne? Sehr transparenter Tang. Es sieht ja alles so cool aus, ne? Wie viel Liebe einfach da drin steckt. Ist deine Schulter in Ordnung? Oh, da ist ein Dokument. Laut dieser Notiz hat jemand einen Schlüssel versteckt. Schriftrolle. Eine kurze Pergamentrolle mit Glyphen in formeller Handschrift. C. Haben ein uraltes Artefakt von einem Marinesoldaten beschlagnahmt. Unter Druck gestand er, dass er mit dem kleinen Gerät eine Metalltür in der Nähe bedienen könne.
Der uralte Raum selbst hat wahrscheinlich wenig Nutzen für unsere kleine Destillieroperation. Aha. Da keine Wahrsager mehr da sind, ist das Protokoll hinsichtlich des Geräts, sagen wir, etwas schwammig. Ich habe mir die Freiheit genommen, es an der Stelle in der Nähe des Wasserfalls zu verstecken. Wir sollten persönlich reden. Kein Grund, den Admiral einzubinden. A. C und A. C und A, die wollen doch Klamotten verticken. Ich merke das doch. Und dann nein, einen Antrag machen. Ich weiß. Glaubst du, sie sagt ja? Natürlich. Okay. Je mehr ich darüber nachdenke, voll cool hier. Unsere Lage auch etwas gut. Oh, ist das cool. Ich will am liebsten gleich losgehen und erkunden. Wir gucken uns mal die Map an. Ah, das ist eine dedizierte Karte. Oh, okay. I see. Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Okay. Und da ist die brennende Küste, aber hinter einem Wasserfall. Ich habe noch keinen Wasserfall gesehen. Warte mal, wo war das? Das hier kann ich... das hier kann ich auch... Was? Flugschreiber? Die haben wir doch schon alle gehört. Ja. Ich mach die mal... Ich markiere die mal... Als Dings hier, ne? Unbekannt, unbekannt. Hä? Oh, uns fehlt noch ein Ornament? Oder wir haben. Oder es gibt jetzt neue Ornamente. Das kann natürlich sein. Aber eigentlich wollte ich Datenpunkt. Hier, da. Uraltes Artefakt, beschlagnahmt, bla bla, etwas schwammig. Moment. Der uralte Raum selbst ist wahrscheinlich eine nutzen kleine Destillieroperation. Es an der Stelle in der Nähe des Wasserfalls zu verstecken. Okay, das heißt, wir müssen mal nach einem Wasserfall im Auge behalten. Gucken, ob wir irgendwo einen Wasserfall finden. Mahlzeit, Thorsten. Das sieht alles so cool aus. Oh, die Wolke sieht ja mega aus. Und die verändert sich sogar. Und das Gewitter drin. Okay. Okay, das ist geil. Das ist wirklich, wirklich cool. Entschuldigung, mein Fehler. Ich musste gerade in den Himmel schauen. Das ist ja cool. Ah, vielleicht das meinen die damit, Wasserfall da oben. Oder hier? Nee. Den Admiral hinter sich zu haben. Besser als vor ihm zu haben. Oder oben ist noch irgendwas. Guten Tag. Ach, das ist der Admiral. Ja, ich mag übrigens die Stimme von dem. Die Stimme von dem ist mega. Also, eine Barbarin spaziert mit Zelka ins Lager. Ihr beide versprecht, unsere Vermissten zu finden. In unserer verzweifelten Lage bleibt mir nichts übrig, als zuzustimmen. Aber das heißt nicht, dass ich unser Schicksal einer Fremden überlasse. Wer bist du? Woher kommst du? Mein Name ist Aloy.
Was meine Geschichte betrifft, ist sie wichtig, wenn ich helfen kann? Ich schätze, das hängt vom Preis ab. Die Aufsicht hat Zeka genau im Visier. Und indem ich sie mit dir losschicke, habe ich ihr vielleicht genug Seil gegeben, um sich selbst zu erhängen. Ich glaube, dass sie auf sich selbst aufpassen kann, aber ich gebe mein Bestes, dass ihr nichts passiert. Also gut. Gibt es dazu noch was, das du wissen musst? Ja, einiges, aber erzähl mir doch mal ein bisschen was von Zeka. Du scheinst viel von Zeka zu halten. Eine vorbildliche Soldatin. Beharrlich, selbstlos, einfallsreich. Gestrandet zu sein, ist sehr zermürbend. Jeder wird irgendwann müde, aber sie nicht. Noch nicht. Ich verlasse mich immer mehr auf sie. Sie ist unsere beste Hoffnung, die Vermissten zu finden, ganz sicher. Ein weiser Mann. Du sagtest, eure Lage sei verzweifelt. Wie ist es dazu gekommen? Wir segelten über den großen Ozean. Das war die wichtigste Mission des Stammes seit einem Jahrhundert. Sie sollte mein Abgesang sein. Jetzt wird sie meine Grabinschrift. Auf halber Strecke traf uns ein Taifun, der die Flotte spaltete. Ich weiß nicht, was mit den anderen geschah. Verschollen, gestrandet, vermutlich gesunken. Ich weiß nicht, es gibt immer Hoffnung. Nachdem wir gestrandet waren, schickte ich Spähboote die Küste entlang aus. Keines kam zurück. Und ich habe weder die Mittel noch die Leute für eine Suche. Erst verlor ich die Hälfte meiner Flotte, jetzt die Hälfte der Überlebenden. Erzähl mir nichts von Hoffnung. Und doch fand Zeka auf dem Fokus einen Hinweis. Du bist genau wie sie. Du gibst nicht auf. Wenn man tot ist, kann man immer noch aufgeben. Die Aufsicht scheint hier sehr viel Einfluss zu haben. Die Aufsichtsoffiziere sind die Augen und Ohren des Kaiserhauses. Es ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Weisheit unserer Ahnen nicht in Feindeshand fällt. Und so spüren sie die Untreuen und Ungehorsamen auf. Kontrollen, Verhöre, alles im Namen der Sicherheit. Ich sehe nur einen Mann, der in eurem Lager für Unruhe sorgt. Gemocht zu werden, ist nicht die Aufgabe der Aufsicht. Falls wir je nach Hause zurückkehren, wird Reng seinen Vorgesetzten über die Crew berichten. Das verschafft ihm sehr viel Einfluss. Ich kann nur beten, dass er ihn für das Allgemeinwohl nutzt. Ich mag diesen Reng nicht. Ich helfe Zeka, deine Leute zurückzubringen. Falls sie überhaupt noch leben. Pass auf sie auf, wenn du kannst. Das schaffe ich schon irgendwie. Vielleicht. Bestimmt. Möglicherweise. Nach wie vor müssen wir da runter. Was haben wir denn da? Ist das ein Färber? Sieht ganz danach aus, ne? Interesse an Farben, Fremde? Ja, vielleicht. Zeig mal, was du hast. Achso, man kann gar keine Farben kaufen, ne? Kann das sein? Warum ist sie eigentlich so dunkel? Man sieht gar nicht die Klamotten. Die ist halb im... Halb... Was? Da hat einer das Licht falsch eingestellt. Ey, kann man... Azim! Licht! Wie, dass du nichts Passendes gefunden hast. Vitrana, schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. So, dann gehen wir mal zu ihr. Aber ich würde gerne da auch nochmal hochklettern. Aber vermutlich gehört das zu der Sidequest da hinten. Und wir lassen uns mal wieder ablenken und ich liebe alles daran. Wir lassen uns mal wieder ablenken und ich liebe alles. Oh, da schmilzt es schon. Oh, daher der Name. Burning Shores, Leute. Oha. Das Lava direkt aus dem Gestein. Wie auch immer es bis da... Wie es auch immer... heraustreten kann.
Okay, wir gehen erstmal zu ihr, dann. Was? Was war das? Hä? War das der Turm? Wahrscheinlich. Okay. Lava anfassen nicht gut. Danke für den Tipp. Hey, kein Backseat Gaming. Okay, und wo ist die Dame? Eine Grabstätte. Ich warte lieber am Lagerfeuer auf diese Quinn-Soldatin. Eine Grabstätte? Wo denn? Oh, hier. Und ein lecker Steak. Als Opfergabe für die Gefallenen. Na dann warten wir mal auf die Quen-Marine-Soldatin. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Du bist da. Ich war mir nicht sicher. Tja, ich bin hier. Ich schätze, das hat was mit den Inspektionen des Aufsichtsoffiziers zu tun. Wow. Moment. Ich sah deinen Widerstand gegen die Aufsicht mit Saker. Dafür wirst du schon deine Gründe gehabt haben. Aber wie weit würdest du gehen, um Reng die Stirn zu bieten? Ich tue, was ich kann. Ich merke, du vertraust nicht schnell, aber ich kann nur helfen, wenn du mich lässt. Da hast du wohl recht. Vor allem in Zeiten wie diesen. Du hast gesehen, welchen Einfluss die Aufsicht hier hat. Zu Hause ist es noch schlimmer. Aber ein paar von uns tun, was wir nur können, um sie zu untergraben. Zu diesem Zweck schlossen wir uns der Flotte unter Wahrsager Enki an. Vor einer Weile brach Enki mit einer Crew auf, um einen unbezahlbaren Frachtbrief zu bergen, getarnt als Späfahrt. Aber sie kam nie zurück. Ganz genau. Nur Enki und Kelva, auch eine Verbündete, kannten den wahren Zweck der Expedition. Dieser Frachtbrief könnte uns zu unentdeckten Fokuslagern im großen Delta führen. Und deshalb musst du mir helfen, Enki zu finden. Oder sein Werk zu vollenden. Noch mehr Fokusse? Der Frachtbrief, den Enki suchte. Du sagtest, er führt zu mehr Fokussen? Einen ganzen Haufen davon. Und alle im großen Delta. Nur Wahrsager dürfen das Vermächtnis studieren. Und Enki zufolge sogar nur einen Teil davon. Also könnt ihr mit eigenen Fokussen selbst die Wahrheit herausfinden. Nicht nur herausfinden, nutzen. Alle Errungenschaften der Quen, unsere Flotten und Technologien entstammen dem Vermächtnis, der wahren Macht des Imperiums. Mit dem Wissen und der Macht auf unserer Seite könnten wir endlich die Fesseln sprengen, die die Räte unserem Volk angelegt haben. Und sie vielleicht sogar stürzen. Okay. Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige politische Situation, in die ich mich eigentlich gar nicht einmischen möchte. Bei eurer Teilnahme an der Expedition ging es also um den Frachtbrief. Nicht ganz. Die Flotte wollte ursprünglich zu einer anderen Stadt weit im Norden. Eine, in der wir mächtige Geheimnisse vermuteten. Enki hoffte, so viel Wissen wie nur möglich zu bergen, bevor es den anderen Wahrsagern in die Hände fiel. Als wir hier landeten, fand er Datenfragmente, in denen der Frachtbrief und seine Position erwähnt wurden. Dieser Fund konnte die gescheiterte Operation mehr als wettmachen. Das war Wind in unseren Segeln. Endlich Hoffnung. Okay. Ich nehme an, zu Hause gibt es noch mehr Aufsichtsoffiziere wie Reng? Reng ist eine giftige Kröte. Doch der Aufsichtsrat ist das schwarze Herz des Kaiserreichs. Er schürt Angst und Misstrauen. Von allen Quen wird erwartet, auf Zeichen von Ungehorsam oder Unzufriedenheit zu achten. Die Stasi. So steht Nachbar gegen Nachbar. Es zerreißt Familien. Mein Bruder, versessen auf seine Karriere, meldete unsere Mutter der Aufsicht. Sie war natürlich unschuldig. Doch als man sie nach den Verhören entließ, war sie nicht mehr dieselbe. Das ist schrecklich. Es tut mir leid. Ein solcher Verrat
verhält nie wirklich. Oha. Suchen wir mal nach dem Enki. Ich werde Enkis Expedition suchen. Was genau war ihr Ziel? Eine Insel weit im Südwesten. Enki glaubte, der Frachtbrief sei dort in einer Ruine. Ich dachte auch, ich hätte Rauch von einer Insel östlich davon aufsteigen sehen. Vielleicht hatten sie unterwegs Schwierigkeiten. Ich kann nachschauen. Falls Ahnen bewahrt, Enki etwas zugestoßen ist, kann sein Fokus unserer Sache dennoch nützen. Und der Frachtbrief, den er suchte. Okay, ich tue, was ich kann. Schade, dass es Nacht ist. Ich wäre gerne am Tag hier weiter. Zwei Spuren. Wenn der Frachtbrief den Enki gesucht hat, die Quen zu mehr Fokussen führt, könnte das in ihrer Heimat alles verändern. Ja. Das könnte es. Das könnte es. Begib dich zum Rauchsignal. Begib dich zur Südwestinsel. Ah, hier, da. Können wir denn dahin überhaupt? Oh, Behemoth. Biebenzahn meine ich, Behemoth. Ich würde aber eher erstmal ein bisschen der Hauptquest folgen, bevor wir jetzt groß am Rumeiern sind. Zumindest ein bisschen. Aber ich suche immer... Also ich will vorher noch mal runter an den Strand. Da war ja noch... was? Was war... Achso, Heilbeeren. Ja, gut. Wo waren das? Was ist das?